Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und heute gibt es die nächste Runde WM-Orakel. Kolumbien ist weitergekommen und darf gegen Uruguay ran. Hallöchen. Hallo. Ja, erzähl erstmal den Leuten, wer du bist. Zumindest meinen Leuten. Also mich nennt man Lehrer. Lehrer Let's Plays ist mein Kanal und ja, ich bin mit Uruguay hier im Turnier und auch gerade noch gegen Italien weitergekommen und ja, dann wollen wir mal gucken, wie weit es noch gehen kann. War ja eine Horrorgruppe bei dir, ne? Ja, war nicht das leichteste los, aber ist auch eine Überraschung, dass jetzt Italien und England wirklich rausgeflogen sind, aber finde ich gut. Also Costa Rica hat auch wirklich gut gespielt, haben es verdient. Verdient, definitiv. Ja, es gab ja einige Knaller bei der WM bisher und ich muss sagen, die Kolumbianer haben mich bisher noch nicht so überzeugt. Und du hast ja den Beißer, ne? Spielt er bei dir? Der spielt auch, ja. Ansonsten habe ich nämlich kaum noch andere Spieler, um irgendwie gegen dich anzustinken. Deswegen gibt es eine Sondergenehmigung, dass der Beißer dann auch... Genau, drück mal, dann können wir loslegen hier. Ich habe auch Ibarbo runtergenommen. Beziehungsweise Ibarbo war irgendwie im Kader-Update irgendwie da leider nicht mit drin. Und deshalb geht das jetzt hier ja, zur Sache. Und bin mal gespannt, wie du dich so schlagen wirst. Ja, ich hoffe, ich mach's ein bisschen besser als deine bisherigen Opfer. Ja, Bram hat sich ja nicht schlecht geschlagen. Nee, das ist richtig. Das war ja noch knapp, ne? Das war richtig knapp. Easy. Ja, das sollte eigentlich nur eine Flanke werden, aber du hast mich da so unter Druck gesetzt. Ein ruhiger Aufbau. Wer ist denn dein Favorit für die WM? Das ist eine gute Frage. Also ich tipp schon fast auf die Holländer, so leid es mir tut. Aber die sind, oder die Franzosen, die waren auch wirklich stark. Also die gibt eine europäische noch, obwohl so schon so viele draußen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Holländer haben definitiv überzeugt, gar keine Frage. Allerdings fand ich sie bei den letzten Spielen schwächer. Natürlich gegen Spanien in 5-1 rauszuhauen, ist natürlich der Hammer. Gar keine Frage. Ja. Aber dafür die anderen Spiele fand ich wesentlich schwächer. Also da hatten sie es auch meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger. Ah! So, und Frankreich, muss ich auch sagen, gegen Ecuador, die jetzt natürlich nicht so... Alter! Was denn? Gesunde Härte. Gesunde Härte. Und die Franzosen gegen Ecuador hätten das meiner Meinung nach auch besser machen können. Ja, aber vielleicht war auch schon ein bisschen Luft raus. Oh, der Cavani. Ja, der ist eigentlich auch immer für ein Tor gut. Auch wenn er es jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich gezeigt hat in der WM. Ja, ein Elfer, ne? Ja, richtig. Das war alles. Ansonsten glänzt er noch nicht mal enges Trikot. Der war noch nicht mal gerechtfertigt. War nicht? Nö. Ich weiß gar nicht. Da war, glaube ich, auch eher so eine... Kann man, muss man aber nicht, glaube ich, ne? Ah. Nee. Hat er noch. Oh, nee. Schönes Ding! Katsching! Guterres! Immer gut für eine Hütte, der Butzemann. 1:0, 18. Minute. Geiler Pass übrigens hier. Ja, da wohl, also den habe ich jetzt auch nicht kommen sehen. Ne? Den habe ich auch nicht kommen sehen. Nach dem Eckstoß von Cavani hat er ja schon Schiss, ne? Hier untergehen werde. Ja, noch ist ein bisschen Zeit. Also gegen Italien habe ich auch noch in der 90. ausgeglichen. Also, das willst du mir drohen? 2:2. Ja. Komm jetzt aber. Boah, nee. Das sind die Momente, die frusten in einem Spieler. Ja, ja, danke. Schön, dass du es ansprichst. Ja, da, wir nähern uns den Tor langsam an. Der wäre durch, ne? Der wäre durch gewesen, ja. Ah, und das ist abseits. Mist. Huiuiui. Also, Link in der Videobeschreibung findet ihr Links zu allen simulierten WM-Spielen. Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt noch alles dabei ist. Ja, ich glaube, das... ich würde fast sagen 16 Spieler. Ja, aber ich weiß es auch gar nicht. Also, es sind ja doch schon einige Favoriten raus.
Ich glaube, es. Ja, aber ich weiß gar nicht, wer da noch gefährlich ist. Ach, Guterres wollte einen Doppelpack. Ah, den kriegt er nicht. Uiuiui. Oh, Falcao. Nee, war gar nicht Falcao. Martinez? Wer war denn das? Martinez? Kann sein. Der Jackson. Ja, der hat einige Buden schon gemacht, ne? Der Jackson? Ja, so ein kleiner. Einer muss ja mal. Ich meine, Falcao, dass der nicht dabei ist, ist natürlich gravierend für die Kolumbianer. Ja, das ist richtig. Ah, sieht man schon mal, er weiß, wie es läuft hier. Im Klären. Das war abseits, Dankeschön. Schiedsrichterleistung, wie denkst du drüber? Ist natürlich ein umstrittenes Thema momentan. Ja, das ist richtig. Also, ich glaube, es sind auch einige Entscheidungen, die wirklich unglücklich waren, aber einige Sachen, die waren auch wirklich einfach nur schlecht. Also, aber das ist meistens so, ne? Bei so großen Turnieren, wenn die Schiedsrichter aus aller Welt kommen, ist das Niveau doch wirklich sehr schwankend. Als wenn das jetzt aus der Bundesliga, da halte ich es für ein bisschen stabiler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dadurch, dass die Technik so weit fortgeschritten ist, kommt diese Problematik überhaupt erst zustande. Ich meine, früher wusstest du nicht, war es jetzt ein Foul, war es kein Foul, hat er gebissen, hat er nicht gebissen oder war es abseits oder nicht. Nein! Das gibt's ja gar nicht. Starker Torwart, Bombe der Typ. Damals wusstest du es nicht. Du hast dich ein bisschen drüber aufgeregt, weil du es vermutet oder spekuliert hast. Und ja, das war sicher 100% Abseits, aber letztendlich, du wusstest es nicht. Und ich denke, das war definitiv ein Punkt, der heutzutage ja nicht mehr zustande ist. Heute haben wir ja alle möglichen Techniken und alles. Warum kläre ich nicht? Na komm schon, jawohl. Mann. Der Beißer. So, und ja, ich denke, dadurch kommt halt vieles zustande. Also ich muss schon sagen, das mit dieser Torlinienkamera, das ist schon eine feine Sache auch. Aber bei der Bundesliga haben sie ja jetzt sogar noch das irgendwie angetrieben oder beim DFB, dass sie da ja vielleicht dann doch eher das große Paket buchen, weil 95% haben nichts mit, ist der Ball über der Linie oder nicht, zu tun. Also da muss man wirklich schon irgendwie noch einen Mann mit einem Headset irgendwie am Monitor haben. Und der kann einen dann auch wirklich sagen, in ein paar Sekunden, ob das jetzt irgendwas war oder nicht, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die Mann! Da? So, komm jetzt, schnell. Ach. Meiner. Ja, es gibt ja sogar jetzt auch Verlängerung, ne? Da muss man ja wieder direkt eine andere Taktik dann auffahren. So, da hätte ich jetzt zum Beispiel geschlänzt. Ah, ja, das hätte ja auch kein... Klar wäre es eine Bude geworden. Oh mein Gott, der sollte eigentlich 20 Meter weiter... Oh, der sollte eigentlich 2 Zentimeter weiter nach links. Komm, Cuadrado. Oh, ist abseits. Ist nicht ab. Das ist Falcao, ist das. Ah, das war aber auch ganz knapp. Der ganz war ja so wichtig. Frei durch. Ganz wichtig vor der Halbzeit hier. Damit die Drogenbarone in Frieden ja, ins Spiel genau. gehen kann. So, jetzt kann er aber auch mal abpfeifen, ne? Nee, geht noch was. Nein. Eieieiei. Alter, haben wir jetzt auch ein bisschen Schwein gehabt. So, komm, jetzt Schluss hier. Jetzt feiert. Jetzt reicht's. Danke. Mensch, da kann ich ja doch noch fast zufrieden sein mit dem 2-1. Ja, zum Schluss kam nochmal ein Sekündchen Powerplay zustande. Ja, ich wollte gerade sagen, also da waren doch noch ein paar Möglichkeiten da.
ausgeglichen und von daher. Da ist noch ja, ist schön offensiv, muss man echt sagen. Also doch einige Chancen da. Mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie. Jetzt seht ihr auch meinen Kader. Ja, ich habe aber diesmal auch wirklich hier die drei großen Suarez, Cavani und Forlan alle am Start. Der Forlan, der ist nämlich immer rechts bei mir. Der hat sich eigentlich immer ganz gut als Flankengeber und als schneller Läufer richtig ausgezeichnet. So. Und die zweite Hälfte. Wie tippst du im realen Spiel? Ah, ich glaube 2-0 für Kolumbien. Oh, ja. Komm, Muriel, löst dich. Ah, zumindest ehrgeizig. Aber das muss ich sagen, das finde ich, also so vom Kampfgeist her, finde ich Algerien Bombe. Ja, das ist richtig. Das also, hat man auch gegen Russland gesehen gestern, ne? Ja, wie die sich da reingelegt haben. Komm jetzt mal rein. Meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Da hätte ich den hätte ich auch anders spielen können. Puh. Oh, war das schön gespielt! Mann! Also das kann man auch echt sauschwer verteidigen, ne? Wenn man da mal richtig einen Pass nach dem anderen macht. Mann. Aber der ist so schnell da. Ja, der ist ein Cuadrado. Cuadrado! Der Diego. Der hat noch gar nicht gespielt vor da, ne? Doch, im ersten Spiel, als echt? Suarez auf der Bank war. Aber hat nicht überzeugt gegen Costa Rica. Ja, die Zeiten sind vorbei. Komm! Oh. Ja, scheiß Eckball. Ja, ich glaube, ich habe sogar fast nur Kopfballtore gemacht. Ja, das baut auf. Ah, der war ein bisschen nah am Tor. Boah, das ist ganz klar gelb hier. Oh, Mensch, spiel doch an dem vorbei. Die verstehen sich blind. Schöner Pass. Da läuft die Kugel. Wo ich gerade wieder prahlen hier, dass die Kugel schön läuft. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Oh. Wolltest du auch schlänzen, ne? Naja, im Normalfall ja, aber ich weiß nicht, wie ich schlänze. Und ihr braucht mir jetzt nicht L2 in die Kommentare schreiben. Nein. Komm. Ach Mensch. Leichte Koordinationsschwierigkeiten in der Abwehr der Kolumbianer. So, jetzt aber mal. Gott, ist der weit. Ein bisschen zu eng da. Ja, ich wollte gerade sagen, da knubbelt sich ein bisschen. So. So, jetzt kommt. Kommt der Torwart mit dem Kopf. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein kleiner Manuel Neuer. Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Oh! Hm.
Boah, das klappt jedes Mal, kommt der Ball da durch. So, jetzt wird es langsam eng hier von der Zeit. Boah, wie sie alle am Ball vorbeifliegen. Selbst der Torwart? Krass. Ja, ja. Boah, da wird wieder geschlagen von den Uruguayern. So, komm jetzt. Mach doch das Ding rein. Jawohl, was? Auch ein Abstoß. Abstoß ist ja super. Besten Dank. Das lief ja toll. Ah, Mensch, 10 Minuten noch. So, jetzt die Flanke. Da ist er! Komm, nimm den Ball mit. Komm. Ach, Mensch. Wo ist er langsam? Ist der langsam, der James? Ach, das war ein bisschen blockiert. Kann man auch mal laufen lassen. Bei so einem aussichtslosen Spiel. Oh. Na, will er wieder den Kopf nehmen? Ja, der weiß, wie man seine Mitspieler bedient. Ach, meine Güte. Wie sie alle am Ball vorbeigehen. Oh, ist abseits. Mist. Boah, Mann, ey. Also Aluminium hast du schon ein paar Mal erwischt, ne? Aber ich glaube, ich war da auch schon einmal dran. Oh, komm schon. Ah. Jetzt läuft langsam die Zeit davon. Ist, glaube ich, schon Nachspielzeit, ne? Ja. Komm, ein Konter ist noch drin. Oh mein Gott. Mann! Also, wenn das jetzt die 10. Minute gewesen wäre, würde ich aufgeben, ey. So, kommt nach vorne jetzt. Nein! Das gibt's doch nicht. Ja. Hab ich auch so gesehen. Also den Einkonter gibst du mir noch. Gucken, ob der da noch irgendwie das weiterlaufen lässt. Nach der Ecke. Ja, von der Mittellinie kannst du jetzt den Ball holen. Oh nein! Mann! Ja, chancentechnisch war es schon verdient, ne? Ich weiß gar nicht. Ah. Ja, 18 zu 9. Ja. 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 Also, ich wünsche trotzdem, ja, ich weiß gar nicht, also ich muss leider für Kolumbien sein in dem Spiel. Und für Costa Rica. Und ja, checkt mal seinen Kanal aus in der Videobeschreibung. Oberster Link ist er. Oder ansonsten auch oberster Link in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus, ich verabschiede mich mit einem guten Schuss. Und das Schlusswort gehört dir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Einmal an das, an die Zuschauer vom Krieger und auch an meine Zuschauer. Und ja, drücken wir doch einfach mal Uruguay nochmal die Daumen, dass sie vielleicht dann auch nochmal eine Runde weiterkommen. Oder halt auch Kolumbien. Und ich glaube, wir stellen hier auf jeden Fall das Weltmeisterteam. Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Jo, genau, tschüss.